Thank you all for coming. We are about to start the next talk, Think Big or Care for Yourself, on the obstacles to think of emergent technologies in the field of nursing science. Our speakers are Hannah Wühler and Anna Koppenberger. They both work on the use and development of technology in nursing. Hannah is examining which parts of nursing should be supported by technological solutions. She does research on augmented reality used in nursing. Anna works on feminist science and technological studies, as well as critique of the political economy. She is the editor of a book that just came out here in 2017, The Cybernetic Capitalism Revolution, The Emancipatory Perspective in Technological Change. I hope you will listen to their talk with great interest. There is translations into English and German on the website. Du hörst gleich den... On the site. Enjoy the talk. Denk groß oder Denk an dich selbst Talk vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Crystal und Hohes 10.000. Hohes 10.000. On the obstacles to think of emerging technologies in the field of nursing science. We are really proud to talk here. Wir sind sehr stolz darauf, hier reden zu dürfen. My name is Anna Koppenburger. Mein Name ist Anna Koppenburger und das ist Anna. Let me shortly say something about the über den Blickwinkel eingehen, über den ich rede. In diesem Buch, das ich gerade schon gezeigt wurde, beschäftige ich mich mit dem Verständnis von Technologie unter wie verschiedene technologische Agenten miteinander interagieren. Different agents like DIY technology friendly initiatives, industrial players or trade unions. Verschiedene Agenten wie do it yourself Gruppen. And we will this we will do this in three steps. Kurz. Wir machen das in drei Schritten. And I should say that it will take around 25 minutes. Wir werden ungefähr 25 Minuten brauchen und dann haben wir viel Zeit übrig. Happy to get one or two questions from the audience. Damit wir Fragen, ein bis zwei Fragen von dem Publikum haben. Und diejenigen, die keine Möglichkeit haben, mit uns zu reden, bitte kommt auf uns hinterher zu und schau unsere Universitätsseiten an und kontaktiere uns darüber. Also, in den ersten 25 Minuten werden wir uns über Nursing Science, das ist die Betreuung und was es für Technik gibt, um das zu unterstützen, gibt. The question of what we mean when we talk in nursing science about technology. Was meinen wir, wenn wir in der Betreuung über Technik reden? Hannah wird euch ein aktuelles Forschungsprojekt einführen, mit dem sie sich beschäftigt ist, was dort aktuell so los ist, was in diesem Forschungsfeld alles los ist. Okay, I will start with the first part. I want to argue that, also Teil 1. Social struggles for making mein Argument ist, are a consequential requirement of, mein Argument ist, dass es notwendig ist, das gesellschaftliche Ringen, um diese Betreuungsarbeit sichtbar zu machen. Wir können, das ist eine konsequente Forderung, um die Anwendung zu konzeptualisieren. Das ist eine strukturierende und eine strukturierte Tätigkeit. Das ist was anderes, als sich aus Liebe um Mitmenschen zu kümmern, sondern es ist auch ein Beruf. Seit den 60er Jahren haben die Feministen versucht darzustellen, dass es schwierig ist, dass nur als eine
eine Lebensaufgabe zu sehen. Diese Betreuungsarbeit ist als ein wichtiger Bestandteil der kapitalistischen Gesellschaft identifiziert worden. Und heute wird sie immer noch nicht ausreichend geschätzt. Dass es gibt schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Bezahlungen. About the ongoing struggle is recommended to check out, for instance, wer mehr darüber lernen will, she's a member of the technology friendly sollte, Xenofeminist collective Laboria Cubonics. Sollte, she's an associate professor for media and communication at the University of West London, and she emphasizes in West London ist eine Professorin, die sich viel damit befasst hat und deren Arbeiten man nachschauen sollte. Visible as a part, as a notable part of social reproduction. Das ist ein, sie zeigt, dass es sichtbar ist als ein wichtiger Teil von gesellschaftlicher Erneuerung. Therefore, she opens up a discussion on automatization of certain aspects. Sie öffnet eine Diskussion über Automatisierung, Automatisierung in der Betreuung. Automatization is a refusal to naturalize this work. Okay, back to nursing science. Zurück zu der Pflegewissenschaft. Diese sozialen und politischen Bewegungen, die beeinflussen auf jeden Fall die Pflegewissenschaft und Arbeit. Speaking for a German context of nursing science, contemporary nursing scientists, they are still overwhelmingly busy. Gerade in Deutschland ist die Professionalisierung des Gesundheitssektors noch in Arbeit. That describes and develops reasonable caring practice on the basis of independent nursing research. Es gibt wenig distinguishing nursing science as independent from medicine. Pflegewissenschaft sollte unabhängig oder nur teilweise abhängig von Medizin betrachtet werden. Dieses formelle Paradigma, das hier darauf zur Anwendung kommt, as a reflexive background against which this und das muss man im Zusammenhang sehen. Has constituted itself, at least in the German context. Also in Deutschland ist diese Betreuungsarbeit als separat zu sehen von den Life Sciences und der Medizin. Nursing scientists rejected a purely medical approach to bodily processes. Der reine medizinische Ansatz wird von den Experten abgelehnt und es wird ein mehr körperlicher Ansatz betrachtet. Und wichtig ist auch der Erfahrungsumfang, der in dem Beruf passiert. Es ist weniger ein Fokus auf Medizin und Medizin versucht durch formalisierte Techniken die Krankheit zu identifizieren und zu beschreiben. Und Betreuung kümmert sich um die Gefühle und charakterisiert die Krankheit oder den Zustand durch die Gefühle und die Bedürfnisse. Wir müssen sichtbar machen, was vorher unsichtbar war. Und es werden bestimmte Techniken sehr kontrovers angesehen. Technik wird angesehen als eine Möglichkeit zur Erklärung. Der Unterschied ist, dass die beiden Seiten sich gegenseitig brauchen. Aber es schwer, rational und kapitalistisch zusammenzubringen zu sind.
or in order, which is an important work also, to include the excluded, to qualify the quantified. Hierbei sollte das Ziel sein, die ausgeschlossenen Bereiche einzuschließen und die nicht technologisierten ebenfalls zu technologisieren. Hierbei gibt es einen besonders den Punkt, dass die akademischen Ausbildungen von Pflegepersonal noch problematisch ist. An always mysteriously indeterminate part of the human being's existence is als Resultat to be a crucial counterpoint of technological formations. Diese menschliche Zusammenarbeit eine Basis für die technologische Weiterentwicklung. Diese technologische Formatierung. So for this, let me tell you what technology means when we as a nursing science. Dafür lass uns erstmal die Technologie definieren, über die wir jetzt reden. Ich habe bereits gesagt, dass Menschen und Technologie zusammengehören. Wenn wir an technologische Operationen denken und Sensortechnologie denken, können diese etwas wahrnehmen, was außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegt. Wir können nicht the existence and operations of contemporary smart objects are increasingly unraveling the image of the human as an acceptable. Smart Objects verändern die Wahrnehmung über den Menschen und über den menschlichen Körper an. In den letzten Jahrzehnten. And it was Erich Hörl who described this ongoing basically technologically influenced ist dieser der Einfluss von Technologie auf den auf die Wahrnehmung des Körpers verändert. He has claimed that after an organic and after a mechanical state of nature we were entering nach einem organischen und einem technologischen Fortschritt würden wir jetzt in einen kinetischen Status eintreten. Dieser beschreibt einen Fehler, nachdem immer mehr Teile als Es werden sowohl die Entscheidungsfindung als auch das Dasein immer mehr mit der Umgebung verschmolzen. Diese smarten Objekte in unserer Umgebung sind nur ein Beispiel. Vor diesem Hintergrund gibt es eine Menge kritischer Betrachtungen, kritischer Theorien, in denen das menschliche Subjekt, der Mensch, nutzt diese Tools, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und nur Menschen setzen diese Ziele. Diese Tools werden zum Einsatz gebracht, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Die Technik ist außerhalb des Menschen. Aus dieser Perspektive schlagen wir vor, dass man Technik anders einfach betrachten sollte.
Nursing Science kann verwendet werden, um diese Sicht in Frage zu stellen und zu hinterfragen und zu überdenken. Neue Formen der Umgebungsbetrachtung können daraus abgeleitet werden. Janet Pohl hat ein Buch, in dem über Fernbetreuung gesprochen wird. Already established relations untouched. Und sie sagt, dass die existierenden Beziehungen nicht angegriffen werden und einfach durch die Technik neue Dinge hinzugefügt werden. Alles andere wäre kurzsichtig. Seems for us to be necessarily entered also by nursing science, in order to conceptualize healthcare as taking place in social technological environments. Wenn wir die Gesundheitswissenschaften and everything might be rejected, a place where technological systems might be conversed and used in an emancipatory and self-determined way. Die technologischen Systeme könnten in solcher Umgebung dafür verwandt werden, um die Menschen zu befähigen und zu befreien, anstatt sie zu kontrollieren. Which is quite different from the first one, because the first one was how we could think about. Der erste Teil war darüber, wie man diese Sachen überdenken könnte und betrachten könnte. Der zweite Teil ist ganz anders. Ich bin damit konfrontiert worden mit dem Gedankengut, dass alle Technik kritisch betrachtet werden sollte. Und ich komme aus dem IT-Bereich und deswegen hat es mich stark berührt. Jetzt arbeite ich an einem Forschungsprojekt, wo beide Aspekte miteinander die ganze Zeit im Dialog oder im Konflikt stehen. Und ich versuche, vorsichtig zu sein, wie ich über Technologie nachdenke und konzeptualisiere. Es gibt in dieser Nursing Science dieses Forschungsprojekt und ich habe bestimmte Ziele darin und ich suche nach Antworten in diesem Bereich. Und ein Teil davon ist, dass ich die Technik in die Praxis bringe. Und ein Teil meiner Motivation dafür ist die Demografie, dass die Demografie sich ändert. Die Menschen werden älter. Das Problem mit den immer größer werdenden älteren Bevölkerungsschicht könnte mit solcher Technik beholfen werden. Just technological solutions for social problems that may be not the best solution. Aber es reine technologische Ideen kann keine vollständige Lösung für das Problem sein. Do take a look at how could trotzdem beobachten wir die Möglichkeiten, wie zum Beispiel Augmented Reality in der Pflege verwendet werden kann. Augmented Reality werden die meisten von euch kennen. Es ist die Technik, dass digitale Objekte in die reale Welt projiziert werden. Das ist ein Werbebild und das kann sehr nützlich sein in verschiedensten Feldern. Es könnte zur Kommunikation mit Kollegen, man kann über die gleichen virtuellen Objekte reden. Aber wir haben die Frage, was können wir davon nutzen in dem Pflegebereich? Wir haben verschiedene Workshops uns angeschaut und wir haben viele Use Cases gefunden. Und momentan arbeiten wir an zwei Prototypen. Einer davon ist Wundenmanagement und Wundpflege. Wir versuchen, einen Prototypen zu finden auf Basis der HoloLens. Und diese sollten dann die Dokumentation der Wunde für die Pflegekraft übernehmen. Dementsprechend kann die Pflegekraft sich um den Patienten kümmern und trotzdem noch. Aber es könnte Zeit an den Stellen gespart werden, an denen
und die Qualität, mit denen die Pflegekraft die Wunde beobachten kann. This is what both prototypes have in common. The das ist das, was beide Prototypen gemeinsam haben. Die HoloLens-Prototype erlaubt es, die Wunde auszumessen. Der Vuzix-Prototyp, der andere Prototyp, muss die Länge und die Breite der Wunde selbstständig gemessen werden, aber dann kann mit Hilfe von Voice-Kommandos diese Information in die Software gebracht werden. Bei der HoloLens bekommt man dieses Bild, wenn man durch die Brille schaut und kann festlegen, von wo bis wo die Wunde geht und die restliche das restliche Vermessen der Wunde wird dann automatisch übernommen. Could be under further consideration. And the second prototype, der zweite Prototyp, den wir uns angeschaut haben, drug management. So bei dem geht es um Medizin-Produktedosierung. Hier sieht man 10 wie Dispensers, also Dispensers for 10 Pillendöschen at the same time. It's like for morning, midday, wo jeweils eine Möglichkeit der Tablettendosierung für morgens, mittags, abends und nachts ermöglicht. Und die Pillen werden einfach in die App showing you how to do it. In die verschiedenen Boxen gelegt, immer je nachdem, wie die App in der Smartphone einem das zeigt. Davor muss das Medikament einmal gescannt werden. Und die App erinnert einen auch daran, was ein falsches Medikament sein könnte und gibt dann die Information darüber, was in welche Tablettendöschen wie viel reingelegt werden muss. Auf die Art und Weise kann die App kontrollieren, was alles in welcher Box drin ist, ob zu viel drin ist, ob die falschen drin sind und dergleichen. Also es sieht nicht so beeindruckend aus wie die Bilder aus der Werbung, aber es kann den Pflegekräften Zeit sparen und kann Fehler vermeiden. Wir haben noch weitere Prototypen, die an anderen Wissenschaftlern ausgewertet werden. Und wir arbeiten immer noch mit den technischen Problemen und den Herausforderungen. Short battery life for sure. Und Probleme wie zum Beispiel kurzen Batterielebzeiten. Easy to focus in these details and forget it. Es ist sehr leicht, sich dabei jedoch in den Kleinigkeiten zu verlieren und das große Bild aus dem Auge zu verlieren. Wie können wir die Interaktion zwischen Mensch und Maschine am besten nutzen? Und das ist wiederum Teil der unserer Forschungsfragen. Ich glaube immer noch, dass es sehr, sehr interessant ist. Und es wird definitiv einige Vorteile für uns bringen und kann viele Möglichkeiten für uns freischalten, ermöglichen. Aber es kann, wir sollten nicht vergessen, alles andere. Unsere Conclusio: Wir wollen im Bereich der Pflegekraft Technologie aus verschiedenen Richtungen sehen. Das ist, was Anna erklärt hat, wie man heute über Technik nachdenkt und dass man in der Pflegewissenschaft diese eigene Disziplin überhaupt identifiziert.
Die Pflegewissenschaften versuchen sich auch immer davon zu von der Medizin zu emanzipieren. Technology is also perceived to be naturalistic, binary, and Technologie ist, wird gesehen als etwas, das nicht in diesen menschlichen Bereich gut hineinpasst. Und das Zweite ist, wie die Förderung dieser Forschungsprojekte entschieden wird. Diese Forschung, die sollte zu Lösungen führen. Und wir versuchen uns hier zu rechtfertigen, wie wir das Geld dafür bekommen und welche Lösung wir erforschen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzungskomitee Crystal und Oliver Seidel. Sie hörten den Talk Denk groß oder denk an dich selbst. Bitte wende dich mit Feedback an @c3lingo oder #c3t auf Twitter. Vielen Dank. Yeah, thank you for your presentation. If I get this right, jetzt kommen noch einige Fragen. Es scheint eine Forschungslücke between caretakers and the persons who are being taken care of, who need help. And is there some research going on about this? Zwischen der Lücke von den Forschern und den Pflegekräften und wie man neue Technologien in die Pflegekräfte einbringen kann. Vielen Dank für die Frage. Ich habe im letzten Teil erwähnt, einen holländischen Anthropologen. Die Anthropologin Janet Pohls, die sich mit Fernpflege beschäftigt hat. Das könnte ein Thema sein, was diesen Bereich abdeckt oder betrifft. Diese Forschung wurde von Annemarie Mohl angefangen. Und ich empfehle, dass du mal in diese Richtung nachliest. Es ist schon ein bisschen neu im deutschen Kontext. Not really recognized, es wird nicht anerkannt und vor allem wird es nicht in einem analytischen Kontext anerkannt, in dem wir hier arbeiten. Aber wie ich das aus ihren Forschungen herauslese, ist darin die Idee von neuen Interaktionsformen, die auf das Wohlbefinden ausgerichtet sind, von Krebspatienten, die über die Ferne betreut werden. Und das ist immer eine Frage dessen, wie du Wohlbefinden misst. Das verstehe ich, dass es ein Problem ist. Aber ihre ersten Forschungsergebnisse, die sie in dem Buch zeigt, zeigen nichts, was uns sagen würde, dass wir uns davon fernhalten sollten. Das Wohlbefinden bleibt erhalten, auch wenn man Fernbetreuung durchführt. Ask another question, so thank you. Thank you. We'll take the question from the Signal Angel from the internet. Hi. Okay. So. Eine Frage aus dem Internet. Welche Bereiche der Pflegebereich werden sich als erstes verändern? Und wie werden wir uns daran anpassen? Microphone number one. Und eine gleich eine zweite Frage. Thank you for your talk. I'm a nurse. And I see the problem. I think technology is very important in nursing, but I see Technologie ist sehr wichtig im Pflegebereich. When you make research or politics, vor allem difficult to reach the nurses to get a voice. Jedoch ist es ziemlich schwierig, wirklich die Meinungen und den Blick der Pflegekräfte zu bekommen.
Haben Sie irgendetwas in die Richtung unternommen oder Ideen? Thank you for this really, really important Vielen Dank für diese wichtige Frage. A basic problem. Das ist ein grundlegendes Problem, das wir in diesem Bereich sehen, in dem Pflegebereich. Dass es auf der einen Seite gibt die Pflegewissenschaften und auf der anderen Seite die Pflegebetreuer gibt. Und die sind irgendwie getrennt voneinander und die sind nicht ausreichend vernetzt. Und das macht es sehr schwierig, die zu erreichen, wie du es gesagt hast. We can see in the Lower Saxony, for example, wir können in Niedersachsen sehen, Pflegekammer, which is an organization where there's a new organization form kind of step forward, for nursing, which is a step forward. Controversial, it is controversial centralistic, because it is a centralist structure. Auch weil es eine zentralisierte Struktur ist. Und die treffen sich dort, um ihre Arbeit zu organisieren. Sie treffen sich auch mit Schweizern, die besser organisiert sind in diesem Bereich. Yeah, you're right with that hint that this should be happening. Dein Kommentar, dass das gleichzeitig passieren sollte. Wie wird die Organisation strukturiert? To take a critical stance on technology and also to develop dass man auf der einen Seite der Technik kritisch gegenübersteht, um sicherzustellen, dass die Technik die Leute befähigt, anstatt sie einzuschränken. Und das muss auch der Organisation der Betreuer vermittelt werden. Yes, I think it's really difficult. Und zu der Internet-Question, das ist nicht einfach zu antworten. Es gibt an ganz vielen Stellen bereits Veränderungen in der Dokumentation, zum Beispiel, dass wir Dokumentation jetzt in Computern durchführen und nicht mehr über Papier. What else is going on will may happen on financial structures. Ansonsten ändert sich auch sehr viel an den Finanzstrukturen. Vielen Dank für die Fragen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir verweisen nochmal auf